Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns, von Team Galactic. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. Bist du doof aber? Oh Mann. Oh, ein Forscher. Okay. Ohne Fragen die Operation auszuführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Stimmt, wer ist eigentlich der Hauptboss jetzt von Team Galactic? Oh, Kadabra. Cool. Ich hoffe, dass wir ihn auch noch kennenlernen. Den Boss von Team Galactic. Wird zumindest cool, wenn ja. So, einmal Biss. Oh, Psykraft. Ja. Und die Genauigkeit sinkt. Ja, toll. Super. Konfusion? Finde ich nicht nett. So, geh bitte kaputt. Jawohl, danke. Gut. Gut, das war der Forscher. Oh. Ah, ich glaube, ich bin schon ganz oben jetzt angekommen. Jawohl. Haspirohr. Und Pipi. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Hm? Wolltest du etwas? Ach, wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar. Als ob ich das erlauben würde. Commander Jupiter. Okay. Ein Zubat. Wow, Level 18. Nicht schlecht. Biss. Auf jeden Fall Biss. Jawohl. Volltreffer. Sehr gut. Und ein Skuntank. Habe ich das jetzt gerade richtig gelesen? Oh, ein Stinktier. Ja, Skuntank. Ja, ich versuche mal einen Strauchler. Ich weiß jetzt nicht. Es könnte ein Gift-Pokémon sein. Ja, ist es auch. Okay. Dann benutze ich mal Biss. Nachthieb. Aua. Was? Dann ist das ein Unlicht-Gift-Pokémon. Okay, Zerschneider, komm. Giftwolke, gar nicht gut. Oh Mann, ja, wegen Rauchwolke. Oh, Nachthieb. Damn it. Okay, komm, ich wechsle mein Pokémon. Und zwar zu Garados, komm. Also Crony. So, jetzt wird erstmal der Angriff wieder ein bisschen gesunken. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ist Nachthieb jetzt physisch oder speziell? Keine Ahnung. So, erstmal Drachenwut. Die Animation von Drachenwut finde ich cool. Natürlich hat es eine Beere. Eine Zitrobeere. Also dieses Kuntank hält ja ganz schön was aus. Es ist hartnäckig, auf jeden Fall. Aber auch dieses Pokémon werde ich besiegen können. Jawohl. Und Kuntank ist besiegt. Und Commander Jupiter ist jetzt auch besiegt. Sehr schön. Hui, du bist ganz schön zäh.
Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Ja, jetzt erst recht. Das ist meine letzte Warnung. Auf die ich nicht höre. Ich habe mein Pipi zurück und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galactic, sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her damit. Was für eine coole Logik. Als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei, wenn du in der Nähe bist, ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, die Stadt Ewiggenau hat jetzt auch Ruhe von Team Galactic. Ich habe sie zumindest wieder erlöst von Team Galactic. Gut, dann heile ich erstmal mein Team schnell. René ist ja doch ganz schön angedischt. Und dann geht's... dann hole ich erstmal mein neues Fahrrad. Yay. Und dann gucke ich mal, wie es dann weitergeht. Genau. So, dann wollen wir mal. Oh, scheiße, wo war denn der jetzt nochmal? War der jetzt hier? Ja. Gut. Na, ich hoffe, dass ich jetzt als Dankeschön jetzt umsonst ein Fahrrad bekomme. Danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell. Bitte nimm es. Ich bestehe darauf. Yay, wir erhalten ein Fahrrad. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Drücke den B-Knopf, um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht schnell, aber du hast alles unter Kontrolle. Im zweiten Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sehr schnell. Muss ich mal gleich direkt ausprobieren. Was hat Team Galactic eigentlich mit den Pokémon anderer Leute vor? Moment mal, das will ich jetzt mal ausprobieren mit dem Fahrrad. Ja. Registrieren. Ein Klapprad, mit dem man schneller als mit Turbo-Trädern ist. Wirklich? Oh, wow. Du hast ja ein Fahrrad. Du kannst damit auf dem Radweg direkt nach Herzhofen fahren. So, mein Gott. Das ist schnell und macht großen Spaß. Probier es mal aus. Okay. Ernsthaft? Okay. Okay, gut. Ah ja, okay, jetzt kann ich hier weiter. Ah, das ist die Route, wo Rose mir mal gesagt hatte, dass ich hier auf jeden Fall einen Ponita fangen kann. Ich hoffe, das stimmt auch. Wow, sieht die Brücke geil aus. Hi, macht das Fahrradfahren Spaß? Naja, ist Gewöhnungssache jetzt erstmal, weil ich mit den Turbo-Trädern die ganze Zeit jetzt marschiert bin. Oh, du hast ein Staravia. Nicht schlecht. Oh, scheiße. Ja, es hat Bedrohung. Aber ich greife dich jetzt eh speziell an. Von daher macht das jetzt nicht... Oh, Flügelschlag. Das dürfte jetzt wehtun. Ja, zieht schon ein bisschen was ab. Aber mit einem Crit wird das René schon überleben. Und René erreicht Level 25. Sehr schön. Gut, dann wechsle ich jetzt mal schnell mein Pokémon.
und werde erstmal Rose trainieren. Ha, geil, dann habe ich 5 Party-Team-Mitglieder, die ich auf jeden Fall trainieren werde. Und habe dann auch endlich ein Feuer-Pokémon, was auch gut ist. Das war ein gutes Training. Ich fühle mich großartig. Lass uns kämpfen. Und dann hätte ich auch was gegen Käfer, Pflanzen und Stahl-Pokémon, wenn ich jetzt ein Feuer-Pokémon habe. Shinox. Auf jeden Fall. Ja, obwohl, ich habe ja Rose gegen Käfer und Pflanzen-Pokémon, aber ich hätte nochmal einen Ersatz dafür, falls mal Rose irgendwie verlieren sollte im Kampf. Das ist jetzt nicht gut, dass Rose gegen ein Elektro-Pokémon jetzt kämpft, aber ruckzuck. Wow! Jetzt habe ich aber Glück mit den ganzen Volltreffern. Maya ist jetzt besiegt. Ah ja, da unten gibt's krass. Okay, gut. Und auch ein paar Items, wie ich sehe. Sehr schön. Hey, pass auf, wo du hinfährst. Oder wolltest du mich herausfordern? Ich wollte dich eigentlich herausfordern. Mehr nicht. Oh, Oleg hat einen Ponito. Ich hoffe, ich hab's auch bald. Level 17. So, erstmal einen schönen Bit. Oh, genau. Gut gemacht. Und einmal Flügelschlag. Bam. Ah, schade, es hat überlebt. Ja, sehen gerade meine Verteidigung, macht nichts. Ich greife eh jetzt mit Druck zu Keep an und dann bist du eh platt. Jawohl. Oh, Ponita. Das ist übrigens dann auch mein allererstes Mal, dass ich Ponita mal im Team richtig trainiere. Oh mein Gott, wird das ein cooles Gefühl sein, wenn ich da jetzt auf einmal dann einen Galopper habe. Im späteren Verlauf. Du und ich, wir fahren beide Rad. Und du hast Pokémon. Ich will nicht gegen dich verlieren. Du wirst aber gegen mich verlieren. Das weiß ich jetzt schon. Stachalili. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt hier auch auf der Brücke keine Fahrradfahrer, also sprich keine Trainer übersehe. Weil ich will ja mein Team schön trainieren. Damit ich offscreen nicht mehr so viel trainieren muss. Und auch ein Ponita. Sehr schön. Okay. Und Flügelschlag. Ich finde das so geil, wenn die Flinkklaue dann eingesetzt wird im Kampf. So, einmal Tackle und dann bist du besiegt. Sehr gut. Und Rose erreicht Level 25. Sehr gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Ponita / Galoppa im späteren Verlauf auch vernünftige Feuerattacken erlernt in der 4. Generation. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich lasse mich überraschen. So. Silver kommt nach vorne. Dein Fahrrad hat eine Gangschaltung, oder? Lass mal sehen, ob du es vernünftig verarbeiten kannst. Ja, ja. 2 Pokémon und wieder ein Stachalili und lass mich ran. Anschließend vielleicht wieder ein Ponita. Ja, das trifft sich jetzt gut. Stachalili wird sowas von mit einem Funkensprung besiegt. Entschuldigung. Und ist es ein Ponita? Nee, ein Stachelvia. Hui. Okay. Gut. Ja, ist er. Hat auch ein Petroa, schön. Und Funkensprung.
So, und besiegt bist du. Ah, sehr gut. Das war der Robot. Der Robot. Ah, 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 ah. Moment. Solange dir die Energie nicht ausgeht, kannst du mit dem Fahrrad überall hin. Ja, das ist gut zu hören. Und super, hey. Toll. Aber ist ja auch zum Teil Flug-Pokémon, das heißt, es ist zweifach effektiv gegen Elektro-Attacken. Und das müsste sehr weh tun. Jo, tut es auch. Sehr schön. Und besiegt bist du. Ja, hust erstmal. Okay, die zwei noch. Manche Menschen finden heraus, wer schneller ist. Andere vergleichen ihre Technik. Zu welchen gehörst du? Eher die Schnelligkeit. Weil mit der Technik habe ich es nicht so. Ein Shinox. Schön. Gut, okay. Ja. Bis. Jupp, sehr gut. Und noch ein Shinox. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Wenn das so ist, dann ist das halt so. Und besiegt bist du. Na, wenn du es meinst. Ich liebe mein Fahrrad. Aber ich bin nicht sehr gut darin, einen Platten zu flicken. Wozu gibt's Werkstätten? Hm, Katharina? Oh, ein Pikachu. Och, toll. Sehr schön. Ja, ich sag ja, auch bei den neueren Editionen ist es halt auch mal ein schönes Gefühl, auch mal die älteren Pokémon aus der ersten Generation auch mal wieder zu sehen. Tut richtig gut. Na toll, Static. Ich hasse die Fähigkeit. Naja. Kabooms. Jawohl, du sagst es. Und wo komme ich jetzt hier raus? Was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck? Du brauchst eine Fahne. Das ist ein Pokémon-Accessoire. Yay. Danke für die Fahne. Kann ich das jetzt an meinem Fahrrad direkt? Warte mal, das... Wartet mal kurz, das will ich jetzt mal ausprobieren. Moment mal, oder muss ich das Fahrrad ausgerüstet haben? Nö, kann ich irgendwie nicht. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Route 206 immer noch. Ah, da kann man den Zerschneider einsetzen und hier gibt es Bären. Eine Chemiebäre, okay. Und noch eine. Gut. Und was gibt's auf der anderen Seite? Ich bin ja neugierig.